Freunde des Lichts. Ich möchte heute mal mit euch ein ganz spezielles Thema besprechen. Viele sind sich dieser Gefahr nicht bewusst. Woher soll man es auch wissen, wenn man nicht aufgeklärt wird? Es steht auch in den meisten Anleitungen nicht mehr drin, was früher immer so war. Und zwar geht es darum, dass wir im Prepper- und Outdoor-Bereich öfters Gerätschaften verwenden, Gerätschaften, die mit Energie versorgt werden, also Energiezellen in sich haben, ob das Batterien sind oder Akkus, spielt mal keine Rolle, die dann nachher, um sie wasserdicht zu bekommen, irgendwie abgedichtet werden müssen, und das geschieht in der Regel über sogenannte O-Ringe. Ein O-Ring ist einfach ein Gummiring, der in eine Nut eingelegt wird, und der soll dann nachher das Gehäuse abdichten. Es ist absolut unmöglich, ein wasserdichtes Gehäuse herzustellen, wo man einen Deckel öffnen kann. Sobald man an einem Gehäuse irgendeinen Deckel öffnen kann, kann es nicht mehr wasserdicht gebaut sein. Weil ich kann das nur durch Pressen, durch Verpressen der Materialien eventuell wieder wasserdicht bekommen. Aber wenn ich das von Hand aufschrauben können muss, zum Beispiel um einen Akku zu laden oder zu wechseln, whatever, dann ist das Gerät automatisch nicht mehr wasserdicht. Und es würde dazu führen, dass, wenn man es nachher im intensiven Einsatz hat, ob man jetzt durchs Wasser warten muss, in einem Starkregen sich aufhalten muss und das Gerät bedienen muss oder sonst irgendwas, oder ob es einmal rausfällt und es liegt im Bach und so, würde das Gerät zerstören, ganz klar. Würde sofort Wasser eindringen. Und das will man ja nicht. Aus dem Grund gehen die Hersteller hin und versuchen, die Wasserdichtigkeit wieder mit einem Hilfsmittel herzustellen. Und dieses Hilfsmittel ist in der Regel besagter O-Ring. Das ist dieses kleine Ding hier. Na komm, schnell scharf. Na, sieht man es? Jetzt sieht man es, ja, glaube ich. Ja. Dieser kleine Ring, der glänzende hier, das ist ein Gummiring. Der sitzt in der Regel außerhalb des Gewindes von so einem Gerät. Das heißt also von innen her gesehen. So dass nicht erst Schmutzwasser oder Schmutzpartikel an das Gewinde rankommen und dann erst findet die Abdichtung im O-Ring statt. Also immer außerhalb. Ich nehme den mal raus, könnt ihr auch sehen. Die meisten, also viele O-Ringe sind sehr, sehr, sehr dünn. Jetzt der zum Beispiel ist auch ein ganz, ganz feiner. Muss man vorsichtig sein. Ich habe natürlich jetzt schon ein paar O-Ringe rausgenommen. Seht ihr das? Ganz, ganz feines Ringelchen. Oh. Ja, jetzt sieht man es besser. Ein ganz feines Ringelchen. Kann man natürlich auch leicht zerreißen. Da sieht man auch, dass da solche Schmutzflocken dran sind. Das kann man jetzt sehr gut sehen. Und da komme ich auch noch dazu, zu den Schmutzflocken. Das ist nämlich ein wichtiges Thema. Das sollte man berücksichtigen. So, dieser O-Ring sorgt jetzt dafür, dass im besten Fall das Gehäuse wieder dicht ist, wenn wir es richtig machen. Weil so ein O-Ring muss gepflegt werden. Hat die Firma, von der das Gerät stammt, von sich aus schon mal einen gewissen Anspruch für seine Kunden, dann schicken die so ein Gerät nie ohne eingefetteten O-Ring raus. Und das Fett, ich habe jetzt mal den Schmutzpartikel wieder ein bisschen weggemacht, und das Fett ist an sich, auf der einen Seite sorgt es dafür, dass der O-Ring korrekt arbeiten kann. Ich zeige es euch gleich an der Schautafel, male ich da gleich was auf. Aber auf der anderen Seite zieht Fett halt auch wieder Schmutzpartikel an, was ihr eben gesehen habt. Ja. Zieht sie an und hält sie bei sich. Alleine durch die Bindekraft, sage ich jetzt mal auf meine laienhafte Art, durch die Bindekraft des Fetts. Adhäsion, oder wie man das nennt. Völlig egal. Selbst so billige Lämpchen wie das hier zum Beispiel haben die meisten, nicht alle, aber die, ich habe auch schon solche gehabt, ohne O-Ring, haben hier ein O-Ring drin. Das ist der hier, das schwarze. Meistens sind die schwarz, können aber auch blau, gelb, rot, egal was für eine Farbe sein. Und der hier jetzt zum Beispiel ist absolut trocken. Man sieht es vielleicht in der Kamera. Sieht man es? Weiß ich nicht. Der ist also absolut trocken. Da ist also kein bisschen Fett drauf. Der O-Ring könnte jetzt nicht arbeiten,
wie ich gleich aufzeigen werde an der Tafel, wie man sich von so einem Dichtring, von so einem O-Ring wünschen würde. Also nicht jede dieser Lampen hat so einen O-Ring, wie gesagt, die sind dann von vornherein schon undicht. Oder aber, das heißt nicht oder aber, natürlich klar, das kann sein, dass bei der Fertigung von diesen Billigteilen halt einfach der O-Ring nicht eingebaut wurde. Müsst ihr mal vielleicht drauf achten. Aber kommen wir mal kurz zur Tafel. Ich zeige euch auch, warum jetzt dieser bestimmte Aufbau so wichtig ist. So, hier habe ich euch mal so eine kleine Grafik aufgezeichnet. Das Grüne hier, hier ist das Gewinde. Ah, da fehlt ja auch noch auf der anderen Seite das Gewinde. Das haben wir natürlich auch noch, klar. Hier ist das Gewinde von so einem Teil. Hier ist die Schraubkappe. Das ist das Gehäuse hier mit der O-Ring-Nut. Das ist immer so eine Ausfräsung, wo der O-Ring reinpasst. Und der O-Ring als schwarzes aufgezeichnet. Wenn der O-Ring jetzt zum Beispiel so ganz normal drin liegt, ohne dass man großartig bewegt, dann, und er liegt dann allen Seiten an, dann haben wir schon eine gewisse Wasserdichtigkeit. Also zumindest spritzwassergeschützt ist er dann schon mal. Spritzwasser reicht aber manchmal nicht so gut aus. Jetzt kann aber noch was anderes dazukommen. Und zwar, wir haben ein Schmutzteilchen, was hier drin liegt. Ein winzig kleines Schmutzteilchen, was sich reinlegt zwischen O-Ring und Gehäuseteil oder Schraube, die man reinschraubt. Und jetzt kann der O-Ring seiner Aufgabe nicht mehr nachkommen. Er kann nicht mehr anliegen. Das Schmutzteilchen ist natürlich so, dass es nicht perfekt sich einpasst, sondern das sind ganz feine Kanäle, die dann durchgehen, die das Wasser, was von außen, ich habe jetzt keine Blaufarbe, wenn das Wasser von außen hier reinkommt, kann das natürlich nach innen durchsickern und macht das Gerät unter Umständen dann kaputt. So viel zur Duschfestigkeit von dem Gerät. Die Duschfestigkeit heißt nur, dass es spritzwassergeschützt ist, dass es nicht argen Tauchbelastungen ausgesetzt werden kann, dieses Gerät. Gehen wir ein Stück weiter. Oh, das ist aber ein eiriger O-Ring geworden. Also der soll schon rund sein. Der liegt natürlich auch wieder, wie das Beispiel vorher, überall ringsrum an. So, mein O-Ring, also ungepflegter O-Ring, ganz normal, ohne irgendwelche spezielle Pflege, komme ich auch gleich dazu. Der so hier drin liegt, so ganz locker vor sich hingammelt in seiner O-Ring-Nut, wird jetzt in einer bestimmten Situation ausgesetzt. Das heißt also, er bekommt Reibung. Ob wir jetzt das Gehäuse reinschieben oder drehen, das heißt die Schraubkappe reindrehen, da kann das unter Umständen sein, dass dieser O-Ring verdreht wird. Er wird in seiner Form verdreht. Klar, wenn der O-Ring kein Fett auf der Oberfläche hat, dann kann es natürlich sein, dass die Reibe gegen Gewalt, dass diese Reibekraft auf dem O-Ring, dass sie so stark ist, dass sich das Material und der O-Ring ziemlich gut festhalten aneinander und dann verdreht sich der O-Ring in seiner Nut. Auch hier kann es jetzt wieder passieren, dass eine Undichtigkeit geschieht und es kommt, ich soll das andersrum zeichnen, weil Wasser verschiebt man eher, dass es runterfällt und Wasser rot. Okay, aber wie gesagt, ich habe kein Blau, deswegen ist unser Wasser jetzt hier rot und hier kommt schon wieder Wasser ins Gehäuse rein. Und je tiefer so ein Gerät mit dem O-Ring runtergebracht wird ins Wasser, weil Wasser bedeutet der Druck, umso stärker ist die Verformung von so einem O-Ring. Das heißt, so ein O-Ring in seiner Nut sieht dann unter Umständen in dem Gehäuse, halt, da fällt noch was, das ist die andere Seite vom Gehäuse, sieht dann, wenn man also, und hier haben wir Wasser hier, von hier her, Wasserdruck. Und je tiefer wir im Wasser gehen, umso stärker wird der Druck, umso höher ist der Druck. Pro 10 Meter Wassertiefe haben wir 1 Bar mehr Druck. An der Oberfläche, hier ganz normal, wenn Taucher unter euch sind, die wissen das, wir haben hier an der Erdoberfläche 1 Bar Umgebungsdruck und je 10 Meter Wassertiefe, die wir runtergeben, haben wir nochmal 1 Bar dazu, also den doppelten Druck wie hier oben. Und deswegen sieht der O-Ring dann irgendwann, sieht er dann mal so aus. Der wurde also vom Wasserdruck, wurde der so stark hierhin und auch hier in die Nut reingepresst. Wenn es in die Nut reingepresst wird, ist ja in Ordnung, soll ja kein Problem sein. Dann sollte er an sich mehr abdichten. Aber jetzt kommt's, wenn auf der Oberfläche des O-Rings
Schmutzpartikel sind, können die wieder dazu führen, dass das Wasser sich ganz sachte an der Seite vorbeischleicht, vorbeischlängelt und dann wieder ins Gehäuse reindrückt. Und ist dann relativ schnell passiert. Also wenn der Druck entsprechend hoch ist, haben wir da relativ schnell viel Wasser im Gehäuse, weil im Gehäuse selber herrscht ja ein Unterdruck, so wie an der Oberfläche. Da haben wir 1 Bar, im Gehäuse ist 1 Bar, hier draußen sind 2 Bar. Und wenn hier ein starker Druckunterschied ist, dann könnt ihr euch vorstellen, dann kommt da sehr schnell Wasser an dem O-Ring vorbei ins Gehäuse rein. Jetzt haben wir noch eine andere Situation. Mit viel Übung. Und ich habe schon ein paar tausend O-Ringe draußen rein gemacht. Ich habe diese Übung. Mit viel Übung könnt ihr einen O-Ring natürlich auch so rausnehmen, wie ich es vorhin rausgenommen habe. Empfehlen würde ich es aber eher nicht, weil die Gefahr, dass er den O-Ring beschädigt, quetscht, zerstört, vielleicht einreißt, ist viel zu groß. Und sobald die O-Ring-Oberfläche nur ein bisschen beschädigt ist, besteht wieder die Gefahr, dass Wasser eintritt. Besser ist, ihr habt ein schönes Werkzeug, wie zum Beispiel so ein Zahnbesteck. Kann man das gut sehen? Ja, kann man. Gerade die Seite ist sehr interessant. So ein Zahnbesteck. Zeige ich auch noch in dem Video zur Anamnese. Mit so einem Gerät könnt ihr halt sehr leicht, muss warten, bis es scharf gestellt ist, so etwa, könnt ihr halt sehr leicht hier reingehen, unter den O-Ring drunter und den rausnehmen. So kann man ganz leicht den O-Ring entfernen. Weil es gibt einen ganz wichtigen Grundsatz, Leute. Und den solltet ihr euch unbedingt einprägen, wenn ihr ein wasserdichtes Gerät habt. Ein O-Ring, den ich sehe, muss raus. Generell. Und zwar jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Wie ich vorhin schon gesagt habe, besteht der Nachteil, wenn wir den O-Ring richtig pflegen, haben wir natürlich Vorteile daraus. Weil der O-Ring kann nicht gequetscht werden, er bleibt schön rund. Moment, so. Er bleibt schön rund, behält seine Form, jo, und kann auch seiner Funktion nachkommen, für die er gedacht ist. Pflege ich ihn aber auf der anderen Seite, und ich zeige euch auch gleich mit was, ist der Nachteil, dass er auch den Schmutz festhält. Und dieser Schmutz sorgt dann wieder dafür, wenn ich das Gerät aufmache, wieder zumache, es sind Schmutzpartikel dran, wie ich es euch an der Tafel erklärt habe, sorgt wieder dafür, dass die Dichtigkeit vielleicht nicht gewährleistet ist. Und das wollen wir ja nicht. Ja? Also ein O-Ring, den ich sehe, muss raus. Muss ich also ein Gerät öffnen, um eine andere Batterie reinzutun oder den Akku zu laden, dann gilt diese Grundregel, er muss raus. Habe ich allerdings ein Gerät, bei dem ich das Gerät selbst überhaupt nicht öffnen muss, sondern kann das von außen per Magnetladestecker, sage ich jetzt einfach mal, per Magnetladestation aufladen, ich muss das Gehäuse überhaupt nicht öffnen, dann braucht dieser O-Ring auch nicht raus. Dann wird er ganz am Anfang, wenn ich das Gerät neu bekomme, muss er einmal raus, klar, ich muss mich davon überzeugen, dass der O-Ring in Ordnung ist, dass er auch gut gepflegt ist, dass er auch seine Schmierung hat, die er dringend braucht. Wenn das einmal gemacht ist, dann bleibt das Gehäuse zu. Es gibt den Grundsatz, never touch a running system. Und wenn das Ding läuft, dann läuft es. Es bleibt auch dicht. Da ändert sich auch nichts mehr dran. Aber kommen wir zur Pflege. Ich stelle euch mal ein bisschen nach unten. Zur Pflege brauche ich 3 Dinge. Das ist einmal ein Tuch, dann ein Instrument, um den O-Ring rauszuholen und dann Silikon. Ob ich das jetzt als Tube in der Größe nehme, wir brauchen das auch noch für andere Dinge bei uns, deswegen ist für uns auch so eine Tube sehr sinnvoll, also so eine Dose. Oder ob ich das in Tubenform nehme, kriege ich auch sogar noch in kleineren Tübchen. Es muss auf jeden Fall Silikon sein. Es sollte kein normales Öl oder Schmiermittel, sonst irgendwas in irgendeiner Art sein. Oder das Fett, mit dem man jetzt zum Beispiel Achsen abschmiert oder so. Es muss Silikonfett sein. Gibt es ja auch in Silikonform, also in Silikonölform. Aber es muss Silikonfett sein. Silikonfett ist glasklar. Hier sieht man. Also fast glasklar. Kann ein bisschen eine Farbe haben. Das ist jetzt bisschen gelblich, aber spielt keine Rolle. Das hier ist jetzt absolut
milchig, durchsichtig. Das ist egal, das spielt keine Rolle. Diese drei Dinge brauche ich. Vorgehen tue ich, mach mal das, dieses wunderbare, schöne gelbe Teil, gelbliche. Einmal ein bisschen beiseite. So, weg damit. Vorgehen tue ich folgendermaßen. Ich nehme einfach mal beispielhaft dieses Billiggerät hier. Ich mache das Teil auf. Heb den O-Ring vorsichtig, nicht den O-Ring durchstechen. Heb den O-Ring aus seiner Nut raus. So, und nun muss die Nut gepflegt werden, also gesäubert werden. Die muss ganz sauber sein, da darf natürlich auch kein Körnchen drin sein. Ist ja klar. Sonst haben wir das gleiche Problem wieder. Na, ein bisschen Schmutz ist schon drin. Die O-Ring-Nut sollte absolut sauber sein. Dann sollte der O-Ring selbst absolut sauber sein. Den kann man so ein bisschen durchziehen. Aber Vorsicht, nicht zu sehr ziehen. Den O-Ring darf man nicht zu sehr dehnen. Sonst kann er die Form verlieren. Also ganz leicht durchziehen. Dass man den O-Ring ganz leicht abwischt außenrum. Das ist jetzt so ein Paradebeispiel. Der ist schon ein bisschen beschädigt. Nein, er ist nicht beschädigt. Er hat ein Fähnchen noch dran. Ich halte mal das Ding da dagegen. Kann man das sehen? Da ist noch ein Fähnchen dran hier. Von der Produktion ist also auch ein billig hergestellter O-Ring. Ob der hundertprozentig seine Funktion für die Wasserdichtigkeit erzeugen kann, also erfüllen kann, da mag ich dran zweifeln. Aber wie gesagt, das ist halt so ein Billiglämpchen. Ja. Ist zwar ein O-Ring drin, aber ich würde dem jetzt nicht so sehr trauen. Für Spritzwasser, okay, selbstverständlich, ja. Aber jetzt, was ein bisschen einen größeren Wasserdruck angeht, würde ich sagen, da ist dieser O-Ring, sollte der ausgetauscht werden, wenn das der Anspruch wäre. So, aber gehen wir ein Stück weiter. Ich habe also den O-Ring. Und jetzt darf ich auf gar keinen Fall den Fehler machen, dass ich den O-Ring total überfette. Dass ich ihn also in so eine richtig dicke Fettschicht einpacke. Oder sogar vielleicht hier die ganze Nut voll schmiere mit Silikonfett. Das darf auf gar keinen Fall sein. Ich nehme ein kleines bisschen Fett auf den Finger. Nehme so zwischen, beim Silikon hat man auch den Vorteil, ihr werdet es auch merken, wenn ihr es mal macht. Das ist wie so ein bisschen klebrig, fühlt sich an zumindest. Es ist nicht klebrig, aber es fühlt sich zumindest so an. Hoppsa, das war zu viel. Ein bisschen so reinnehmen. Dann den O-Ring leicht betupfen. Das reicht auch schon aus. Reicht vollkommen aus. Mehr muss nicht sein. Also nur ganz wenig Silikon auf den O-Ring, dann diesen wieder in seine Nut reinbringen. Schauen, dass er gut liegt ringsherum. Ja, liegt perfekt. Und schließen. Läuft schön. Jetzt läuft er schön. Vorher lief er nicht schön. Jetzt läuft er schön, weil er jetzt hat er ja auch ein bisschen Fett. Genau das gleiche bei Geräten, die an sich normalerweise nicht, wie ich vorhin gesagt habe, gar nicht geöffnet werden müssen. Das erste Mal, wenn das Gerät ankommt, selbstverständlich, ist ganz klar, wird auf jeden Fall der O-Ring rausgehoben. Weil wer traut schon einer Firma, obwohl es eine gute Firma, was diese Lampe hier herstellt. So, das ist jetzt ein ganz dünner O-Ring. Also auch hier nicht am O-Ring ziehen beim Fetten. Der O-Ring ist ganz sauber. Der war auch leicht eingefettet. Die Lampe ist ganz neu. Einfach nur ein bisschen betatschen. Das reicht schon vollkommen aus, dass etwas Silikon, ganz dünn Silikon auf der Oberfläche ist, ohne den O-Ring großartig zu dehnen. Wieder in seine Nut gebracht. So,
sauber. Auf der anderen Seite auch kontrolliert, dass hier kein Schmutz drin ist. Passt. Akku rein. Gerät zu. Läuft schön sauber, schön sanft. Und dieses Gerät bleibt jetzt auch zu. Wird auch nicht mehr geöffnet, wird nur noch per Magnetlader geladen und deswegen muss da auch keine weitere Pflege ran. Ich kann in einem Jahr wieder rangehen und rein prophylaktisch den O-Ring halt mal wieder rausnehmen, wieder neu mit Silikon versehen. Silikon oxidiert auch nicht, altert auch nicht, deswegen Silikonfett unbedingt. Es gibt natürlich auch Lampen, wie jetzt diese hier zum Beispiel, ja. Wie diese hier, die haben sogar 3 O-Ringe. Das ist eine spezielle Tauchlampe, hier seht ihr, 3 O-Ringe in Folge. Bei solchen Lampen ist es halt so, wenn ein Teil reingeschraubt wird, das heißt der O-Ring schrubbt sich dann hier in der Halterung, schrubbt er sich richtig rein, da wird er richtig gezogen, der O-Ring. Und deswegen gingen wir hier auch hin, hat 3 O-Ringe hintereinander gemacht, damit auch wirklich hundertprozentig eine Wasserdichtigkeit oder eine ziemlich hundertprozentige Wasserdichtigkeit erreicht werden kann. Wenn ein O-Ring seine Funktion nicht erfüllt, ist noch ein weiterer da und nochmal ein Sicherheits-O-Ring. Aber auch hier gilt, wenn ich aufmachen muss, um die Batterien auszutauschen oder reinzumachen und ich habe diese O-Ringe quasi dem Stress ausgesetzt, dass vielleicht ein Staubkörtchen sich hinsetzen kann oder ein bisschen Schmutz, solche Dinge, dass sich die O-Ringe vielleicht verzogen haben, dann müssen die raus, müssen die mit Silikon, also ein bisschen abgerieben, bisschen mit Silikonfett beaufschlagt werden und dann ist wieder gut. Generell ein O-Ring, den ich sehe, muss raus. Auch bei solchen Lampensystemen, da ist jetzt zum Beispiel auch, hier ist der O-Ring, denn diese Lampe habe ich schon 2-3 Mal geöffnet, die ist relativ neu noch, die habe ich schon 2-3 Mal geöffnet und man sieht auch, dass der O-Ring trocken ist. Das sollte eben nicht sein. Wenn man natürlich jetzt nicht sehr tief vorhat zu tauchen mit so einer Lampe, ist an sich vom Werk her auch nicht dafür gedacht, für den Taucheinsatz. Aber ich meine, wenn die Funktion da ist oder wenn die Möglichkeit da ist, sollte man das auch unterstützen. Ganz klar, auch hier muss der O-Ring natürlich raus. Vorsichtig unterheben, dass der O-Ring nicht beschädigt wird. Die O-Ring-Nut reinigen. Oh, da ist so gut wie nichts dran gewesen. Und dann den O-Ring ein bisschen reinigen, ganz leicht, ganz wenig nur belasten vom Zug her, etwas Silikonfett drauf, so dass ringsum etwas drauf ist, wieder reintun. Und gehe hier rein. So, muss schon in die richtige Nut. Wenn eine falsche Nut liegt, dann nützt es nichts. So, hier ist die Nut. Jetzt passt es wieder. Jetzt sieht man, der O-Ring glänzt leicht. Daran kann man erkennen, dass er auch sein notwendiges Fett hat. Hier noch kurz ausgewischt. So, und dann schließen, dass da sonst nichts mehr rankommt. Jetzt braucht man nicht mehr an die Lampe ran, so lange, bis man den O-Ring wieder sieht. Das heißt also, eine Lampe, die geöffnet werden muss, was jetzt bei der Fall ist, die geöffnet werden muss, um den Akku zu laden, da muss halt der O-Ring dann wieder raus, sobald ich ihn sehe. Ist einfach so. Oder anderes Beispiel, ihr habt so ein Schlüssellämpchen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, kleiner Trick nebenher, das ist so ein Lämpchen, wo man durch Drehen
einschellt. Aber die Dreherei, das gefällt mir nicht in der Hosentasche, deswegen habe ich hier ein Rangerband rumgewickelt. Und dieses Rangerband verhindert an sich, dass sich dieses Lämpchen in der Hosentasche durch Schlüssel hin und her bewegen, selbst auf- oder zudrehen kann. So, mache ich mal das Rangerband weg. Das Rangerband ist natürlich auch gleichzeitig noch ein Schutz vor der Nut, hinter der der O-Ring dann auch sitzt. Wenn man es weiter rausdreht, sieht man dann den O-Ring. Jetzt sieht man den O-Ring schon. Hier. Hier ist jetzt ein Lämpchen, das muss hier an der Seite aufgeladen werden. Hier ist der Ladestecker. Es kann also nicht über so eine Akkustation geladen werden. Und hier ist der O-Ring jetzt weiß, also durchsichtig. Das ist genau das Gleiche. Im Gerät reinfahren, gucken, dass man den O-Ring nicht zersticht. Unter den O-Ring fahren, rausheben. Sauber machen. Die Nut auch sauber machen. Andere Seite ebenso. Den O-Ring ganz sanft mit Silikonfett versehen. Wieder reintun. Auch in die richtige Nut. So. Ist drin. So, das sieht man auch schon, wenn man reindreht, noch lange bevor sich das Lämpchen einschellt, ist der O-Ring schon unsichtbar. Also ich brauche ihn jetzt nicht neu zu machen nach einer gewissen Zeit, weil da vielleicht auch Schmutz reingekommen ist, weil der O-Ring ist weg. Natürlich, wenn ich jetzt die Lampe laden möchte, wenn ich das vordere Teil ganz abnehmen möchte, dann, logisch, dann muss der O-Ring wieder raus. Ihr kennt es ja, ein O-Ring, den ich sehe, muss raus. Aber ansonsten ist jetzt das ganze Ding wieder fertig. Ich mache das Rangerband wieder weiter runter, über diese Nut drüber, verhindere somit, dass sich das dreht. Da dreht sich nichts und mein Lämpchen ist wieder parat. Leute, aber es macht auf gar keinen Fall den Fehler, aus Bequemlichkeitsgründen einfach nur in den Topf mit Silikonfett rein und hier Fett zuschmieren und dann zudrehen, tut das nicht, weil zu viel Silikon kann genau das gleiche bewirken wie Schmutz auf dem O-Ring oder wie ein verdrehter O-Ring. Ganz genau das gleiche. Haben wir hier zum Beispiel einen O-Ring in seiner Nut und wir haben hier alles voll Fett gemacht. Ist alles voller Silikonfett. Dann ist es vielleicht für den einen oder für den anderen beruhigend. Ist ja auch dicht. Aber was passiert jetzt? Wir haben den Wasserdruck. Ne, diesmal lassen wir jetzt den Wasserdruck von oben kommen. So, ich habe genug Wasserdruck von unten. Jetzt lassen wir von hier kommen. Wasserdruck. Wasser drückt hier auf Silikon. Was glaubt ihr, was passiert, wenn Wasser auf Silikon drückt? Bleibt es dann flach? Weil es müsste sich ja verteilen. Oder sucht sich das Silikon, das Wasser durch das Silikon seinen Weg und tropft dann ins Gehäuse rein? Die Antwort ist ganz einfach, um es schnell zu machen. Wasser schiebt Silikon beiseite und geht dahin, wo es will, nicht wo wir das wollen. Da fällt mir auch ein Beispiel ein. Im Internet, bei YouTube gibt es eine Firma, die Lampen erzeugt. Also ich glaube ein oder zwei Jungs, die bauen Lampen. Und ich habe mich da auch mal rein interessehalber ein bisschen umgeguckt auf dem Kanal.
Und dann ging es auch um das Thema Silikon. Da hat dieser Lampenbauer doch tatsächlich behauptet, man könne mit Silikonfett ein Gehäuse von einer Lampe, die fürs Tauchen vorgesehen ist, abdichten. Was für ein bodenloser Schwachsinn. Ich habe da dann ganz vorsichtig hingeschrieben, einen Kommentar dazu geschrieben, habe geschrieben, nein, das geht nicht. Silikon ist keine feste Barriere für Wasser und Wasser durchdringt Silikon. Jetzt hat der aufbrausend reagiert. Ich bin Ingenieur. Ich muss das wissen. Was bist denn du? Okay, ist ein gutes Recht, so zu reagieren. Ist aber schlecht ausgegangen, das ganze Ding für ihn. Es spielt auch gar keine Rolle, welche Hersteller für Lampen das war. So ein kleiner halt. Kann ja jeder irgendwo Lampen bauen, klar, logisch. Bisschen Drehkunst, ein bisschen ein Metallrohr, ein paar Sachen dabei, ein bisschen Glasscheibe und schon hast du eine Lampe, ein paar Drähte rein. Ist nicht so gut ausgegangen für ihn, weil es geht wirklich nicht. Silikon hält kein Wasser ab. Was dichtet? Das ist der O-Ring. Und der muss in dieser Nut arbeiten können. Immer wenn man unter Druck geht mit so einer Lampe, dann reibt es den O-Ring in seine Nut rein. Da muss der sich bewegen können. Der muss auf dem Material laufen können. Wenn der trocken ist, dann bleibt der hängen und das Wasser läuft wieder nebendran rein. Wenn der aber laufen kann, weil er halt Silikonfett auf der Oberfläche hat, dann kann er sich reinlegen. Ich habe euch vorher auch schon eine Grafik gezeigt, wie sich so ein O-Ring verbiegt, verformt unter größerem Druck. Ist tatsächlich so. Also es ist wirklich keine Geschichte, die ich mir erfunden habe. Das ist wirklich so. Der verformt sich richtig rein in diese Form. Ich habe Tauchgänge gemacht, 70, 80, 90 Meter und da habt ihr die O-Ringe wirklich total verformt in dieser Tiefe. Wenn es da wirklich so ein Billigheimer ist, der hat da keine Chance. Sind aber auch nicht gemacht für sowas. Muss man auch sagen, ja, fairerweise. Also ist auf jeden Fall so, dass ein O-Ring die Schmierung braucht, weil er in seiner Nut arbeiten können muss mit Material, am Materialstreifen, und er muss in der Kappe, die drauf geschraubt wird, an der muss er auch reiben können, ohne dass er sich zerreibt. Und deswegen darf ja auch kein Schmutz drauf sein. Wenn da Sandkörnchen drauf sind, mit jedem Mal ein bisschen Druck geben, arbeitet der O-Ring, kommt wieder zurück. Geben wir wieder Druck drauf, arbeitet er, kommt wieder zurück. Und so rubbelt der sich quasi auch kaputt. Deswegen darf auch kein Sand, dürfen keine Sandkörner und so weiter drauf sein oder irgendwelche andere Schmutzteile. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn Wasser auf Silikon trifft. Weil das ist ungefähr so wie das Stückchen hier. Genau das gleiche passiert dann beim Wasser. Wenn ich das Stückchen einfach nur so aufsetze, dann passiert da nichts. Das steht einfach nur hier drauf. Gehe ich allerdings jetzt hin und gebe Druck auf das Ganze, was passiert dann? Ich gebe da nicht mal viel Druck, ihr könnt mir glauben. Ich lege noch nicht mal das ganze Gewicht meiner Hand hier auf das Stückchen oben drauf. Ganz, ganz leichten Druck. Und das passiert, und genau das gleiche passiert, wenn ich mit dem Wasser arbeite, weil das Wasser sucht sich seinen Weg. Und Silikonfett ist keine geschlossene Masse, das zusammenhält wie so ein O-Ring, sondern Silikonfett geht zur Seite. Wenn es irgendwo an einem bestimmten Punkt einen Druck gibt, dann geht das Silikonfett zur Seite. Und deswegen kann Silikonfett niemals dichten. Es kann nur eins, nämlich dafür sorgen, dass der O-Ring zuverlässig und lange seine Arbeit machen kann und dass der O-Ring abdichtet. Nur der O-Ring dichtet. Sorgt dafür, dass eure O-Ringe in euren Geräten schön sauber arbeiten können, dann habt ihr nie Probleme, würde ich nicht sagen. Ich habe auch noch genug Geräte und Kameras zerstört, obwohl ich meine O-Ringe immer sehr gut gepflegt habe. Passiert immer mal was. Selbstverständlich. Also es wird immer noch so sein, dass es nicht kein hundertprozentiger Schutz ist im Endeffekt. Aber ihr habt lange Zeit viel Freude an euren Geräten, wenn ihr eure O-Ringe in euren Geräten generell pflegt und ihnen die Chance gebt, das zu machen, was sie sollen. Abzudichten. Und ich hoffe,
Ich spare euch durch diese Information den Neukauf von einem Gerät, weil es undicht wurde, nur weil der O-Ring nicht gepflegt wurde. Wir sehen uns.